Willkommen in der Toystube. Heute machen wir mal wieder ein News-Video und zwar geht es da um McFarlane, Hot Toys, Hasbro, Mondo und auch ein bisschen Mattel von natürlich Masters of the Universe. Gibt es da was Neues? Und das schauen wir uns an nach dem Intro. Starten wir mit McFarlane DC Multiverse. Da gibt es natürlich auch irgendwie gefühlt täglich neue Figuren. Und da haben wir hier zuallererst Booster Gold. Sieht ganz cool aus. Die Haltung in der Packung ist ein bisschen merkwürdig. Da haben wir die Figur. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber sieht ganz nett aus. Dann gibt es aber noch diesen hier, Mr. Freeze. Den finde ich persönlich ziemlich cool. Das ist, glaube ich, aber eine Version, die es schon gab in einer anderen Farbgebung, bin ich der Meinung. Sieht ganz nett aus. Da haben wir sein ganzes Zubehör. Und dann gehen wir weiter zu Ambush oder Ambush Buck, wie auch immer man das aussprechen mag. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was das für ein Charakter ist. Ich habe noch nie von ihm gehört. Er ist mir nicht geläufig. Ich finde allerdings, er sieht granatenstark aus. Dieses einfache Grün mit diesem coolen Helm, Maske, was auch immer er da aufhat, ist echt lustig. Und dieses komische Kind oder Puppe oder was auch immer er mit sich rumschleift, sieht auch lustig aus. So sieht das Ganze aus. Ja, keine Ahnung, ich kann mit dem Charakter eigentlich nichts anfangen, aber ich finde trotzdem die Figur irgendwie großartig. Kommen wir zu einer weiteren Frostbite-Version von Joker und ich weiß nicht, wofür man diese Varianten braucht. Es gibt auch noch 7250 Stück davon, was jetzt nicht gerade wenig ist. Ist ein GameStop-Exclusive. Ja, muss man haben, muss man nicht haben, keine Ahnung. Ich persönlich muss sie, glaube ich, nicht haben. So sieht das Ganze dann nochmal von hinten aus. Das ist allerdings ganz nett, aber ja, das war es dann auch. Dann gibt es einen weiteren Joker und der kommt im Doppelpack mit Punchline dazu. Joa, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, ist okay, dieses Doppelpack. Ich bin sowieso nicht so der Freund von diesen Doppelpacks oder Doublepacks, Doppelpaketen, wie auch immer man das nennen möchte. Sieht okay aus. Da sehen wir nochmal, was alles dabei ist. Ist jetzt auch nicht so üppig, ist aber okay. Dann gibt es aus der Batman The Animated Series noch was Neues. Und zwar das Joker-Mobil. Das ist richtig cool. Da seht ihr das Teil. Die Figuren sind natürlich nicht enthalten. Das sind diese Animated-Figuren. Die kann man in dieses Vehikel reinsetzen. Und dann seht ihr hier nochmal, es kommt das Ganze mit einer Beleuchtung. Ich finde, es ist ein starkes Fahrzeug. Das sieht echt ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ob ich die Animated Series nochmal anfange zu sammeln oder nicht. Irgendwie bin ich momentan auf Nein. Ähnlich wie bei den Masters Cartoon Origins. Da bin ich auch so ein bisschen dann noch abgeneigt und weiß noch nicht, was ich da mache, obwohl da jetzt ein cooles Fahrzeug kommt. Hier mit der Animated Series geht es mir ähnlich. Ich hätte eigentlich Bock drauf, aber irgendwie ja, weiß ich noch nicht, ob ich einsteigen soll oder nicht. Dann haben wir eine weitere DC Multiverse Figur. Das ist Captain Boomerang und das ist eine McFarlane Collector Edition. Ich bin mal gespannt, ob man die hier bekommt, weil da gibt es eigentlich zwei Figuren, die ich sehr, sehr gerne hätte. Und das wäre nämlich diese hier. Da haben wir nämlich Starfire. Die finde ich wirklich richtig gut gelungen. Super coole Figur. Und die hier ist, finde ich, der Oberknaller, der Pinguin. Und die Figur ist richtig gut geworden, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob es den Pinguin schon mal in so einer Fassung von DC Multiverse gab. Ich weiß, es gab ihn zu dem The Batman Film, aber einen anderen Pinguin, muss ich jetzt gestehen, habe ich gerade nicht vor Augen. Demnach ist das hier auf jeden Fall einer, den ich sehr, sehr gerne haben möchte. Dann gehen wir erstmal über zu Masters of the Universe und da kommt von Mondo ein Big Bad Toy Store Exclusive. Bekommt ihr also nur bei Big Bad Toy Store in Amerika online zu bestellen. Und dieser ist, wer ihn haben möchte, schon ausverkauft. Es ist die Mini-Comic-Trapjaw-Variante in diesem grün, hellgrün, gelblichen Ton. Er sieht mächtig cool aus. Ich fand die andere Version schon gut. Ich mag diese Mini-Comic-Farbgebung irgendwie sehr gerne bei Trapjaw. Finde ich fast besser als die Originalfarbgebung.
Aber er ist leider schon ausverkauft und ich sammle die Mondo 1 zu 6 Maßstabfiguren sowieso nicht, weil sie mir auch viel zu teuer sind. Aber das ist echt stark. Hier seht ihr nochmal ein cooles Box-Artwork. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gelungene Figur. Ich finde auch genial, dass er gerade an seinem Kopfteil über so ein Seil rutscht. Habe ich noch nie so richtig wahrgenommen, dass das dafür da ist. Ich frage mich nur gerade, wie hakt er denn dann aus? Hakt er den ganzen Haken aus oder wie kommt er von dem Seil wieder runter? Auf jeden Fall, egal, sieht's lustig aus. Dann kommt ein neues Teil in der Origins-Reihe und zwar haben wir hier Necroconda Reanimated Snake Man Soldier und der ist auch noch Glow in the Dark. Sehr coole Figur, kommt leider in der Verpackung, die ich nicht ganz so cool finde und hat wieder so ein austauschbares ja, Unterteil dabei, ähnlich wie bei Lady Slither damals. Sehr, sehr nice, finde ich wirklich cool. Und da seht ihr das Ganze von hinten, das Artwork auf dem Karton. Mega schönes Bild, auf jeden Fall eine tolle Figur, kann man nicht meckern. Dann nochmal zurück zu Mondo. Da gibt es nämlich dann auch noch eine 1 zu 6 Maßstab Tila. Wer nicht weiß, was 1 zu 6 Maßstab ist, die sind immer so ungefähr 30 cm groß. Ist ja so wie diese Hot Toys Figuren und so. Da kommen wir nachher auch noch zu. Und hier haben wir Tila in einer sehr gelungenen Fassung, wie ich finde. Hier seht ihr, was alles dabei ist. Auch natürlich dieser typische Schlangenkopf und der Schlangenstab. So wie bei der Classic Figur. Verschiedene Haare, verschiedene Gesichter. Sehr nice. Und hier seht ihr dann Tila mit diesem Schlangenteil auf dem Kopf, mit ihrer Vintage-Figur daneben. Und das sieht schon echt gut getroffen aus. Marvel Legends. Da gibt es wieder eine Iron Man Retro-Reihe. Und da bin ich so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Seit da jetzt anscheinend doch ein paar mehr auf dieser Karte rauskommen, finde ich ähnlich gut wie die Spider-Man Retro-Geschichten. Da haben wir Count Nefaria. Hoffe, er wird so ausgesprochen. Ist mir auch nicht ganz so geläufig, dieser Gegner von Iron Man. Aber er sieht auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aus wie Doctor Strange im Böse. Aber sehr cool. Dann haben wir, das ist natürlich ein absoluter Klassiker, Iron Man Mark I in Gold. Richtig genial. Also, ich finde es, die muss ich eigentlich haben. Die sieht richtig gut aus. Dann sogar noch mit dem Tony Stark-Kopf, den man aufsetzen kann. Geniale Figur. Dann haben wir hier den Mark 9, auch absolut schöne Figur, sieht richtig gut aus. Klassischer Iron Man, schönes Teil. Dann hier eine etwas modernere Variante, der Mark 20. Sieht fast so ein bisschen aus wie die, wie hieß denn diese, hieß das Iron Man Nemesis? Ich weiß nicht mehr, diese eine Variante mit den, mit diesem Drogen, mit dieser Drogengeschichte. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. War ja auch nachher in Iron Man 3. Da war es ja auch verfilmt worden. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Es war, glaube ich, nicht Nemesis. Nee, es hieß irgendwie anders. Egal, vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit noch ein. Auf jeden Fall tolles Teil hier. Sieht gut aus. Marvels Whiplash, natürlich auch ein Klassiker. Whiplash, ja, wurde abgehandelt in Iron Man 2. Hier natürlich die klassische Retro-Variante. Was völlig anderes als damals die Variante im Film. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Gefällt mir. Schöne Figur. Und dann haben wir noch in dieser Reihe She-Hulk mit einer Maschinenpistole und mit einem Maschinengewehr dazu, was verbogen ist. She-Hulk, muss ich gestehen, war ich nie ein großer Fan von. Hat mir nie so gefallen, aber die Figur sieht schon echt gut aus. Und ja, warum sie jetzt unbedingt in der Iron Man-Reihe kommt, ist mir auch ein Rätsel. War sie oft bei Iron Man dabei? Muss ich jetzt echt sagen, weiß ich nicht. Also trotzdem, coole Figur, gefällt mir. Kommen wir zu Hot Toys und da kommen auch ein paar schöne Sachen. Unter anderem wurde der Batman neu aufgelegt, angeblich, also der natürlich aus Batman vs. Superman. Sehr genial. Ben Affleck, ich fand ihn als Batman großartig. Ich finde es schade, dass es nicht weitergeht mit Henry Cavill und Ben Affleck. Und hier haben wir natürlich diese coole, ja, Armored-Batman-Version, wo er gegen Superman kämpft. Ich finde, das ist ein geniales Kostüm. Und auch die Version scheint Diecast-Teile zu haben, soweit ich das mitbekommen habe. Sehr, sehr coole Figur. Bin ich echt fast ein bisschen geneigt, mir die zu holen. Gibt es auch noch in einer
Exclusive-Variante, Deluxe-Version, wo ihr dann so einen kaputten Helm habt, wo Ben Affleck durchzusehen ist. Und wie nice sieht hier bitte das Gesicht von Ben Affleck aus? Absolut gut getroffen. Man kann verschiedene Mundpartien wohl reinmachen, dass das halt unterschiedlich aussieht. Also die Figur ist wirklich eins mit Sternchen. Ich bin schwer begeistert. Hier bekommt ihr in der Exklusivversion auch noch defekte Parts an seiner Rüstung nach dem Kampf mit Superman. Absolut stark. Weiter bei Hot Toys, und zwar kommen da einige Sachen zu. May the Force ist ja jetzt bald wieder. Und da kommen natürlich immer wieder irgendwelche neuen Star Wars Sachen in Hülle und Fülle. Und hier haben wir diese Attentäter-Droiden aus dem Star Wars Comics BT-1. Und ist ein Astromech-Droide, der halt irgendwie so ein Attentäter ist. Hat auch noch einen Kumpel, den sehen wir gleich. Sieht ziemlich nice aus, ist jetzt nicht meins, aber ich finde ihn wirklich gut umgesetzt. Dann kommt auch noch Darth Revan, oder wie auch immer Revan, wie auch immer man den aussprechen möchte. Cool. Sieht auf jeden Fall mega genial aus, die Figur. Kann man nicht meckern, auch mit den verschiedenen Lichtschwertern, lila und rot. Wahrscheinlich werden die auch leuchten. Ja, LED-Lightsaber powered by USB. Also die sind auf jeden Fall mit Licht. Sehr nice, schöne Figur. Und es geht noch weiter. Wir kriegen nämlich noch Lord Starkiller. Und der sieht auch mal richtig nice aus. Auch das ist nicht so meine Welt im Star Wars-Universum eigentlich. Das ist ja aus dem Videospiel. Ich finde aber das Kostüm absolut genial. Der sieht grandios auch, gerade hier hinten im hinteren Bereich und so. Wunderschöne Figur, muss man wirklich sagen. Cooler Charakter. Ja, im Film leider nie zu sehen. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Ist halt aus dem Spiel, aber sehr nice gemacht. Dann haben wir hier eine Chrom-Version von Commander Cody. Ich weiß nicht, ob man sowas braucht. Es sieht zwar nett aus, aber ich habe Hot Toys gesammelt. Ich habe auch noch ein paar Hot Toys Figuren im Star Wars Bereich. Die meisten habe ich verkauft, aber einiges habe ich noch behalten. Ich würde mir aber sowas nie holen, weil das ist irgendwie in meinen Augen immer Geldschneiderei. Kommen wir zu einem neuen Stormtrooper. Hier wohl eher die Version aus Return of the Jedi. Ich bin kein Fan der Return of the Jedi Stormtrooper vom Helmdesign. Ich mag die A New Hope Stormtrooper lieber. Die in Return of the Jedi waren immer so ein bisschen komisch vom Helm. Und das, finde ich, sieht man auch in dieser Figur. Ich finde, die Figur sieht irgendwie ein bisschen billig aus. Ich besitze das Doppelpack von Hot Toys aus der A New Hope Zeit, wo zwei verschieden große Stormtrooper drin waren, wo ich immer dachte, vielleicht kommt auch endlich mal ein Luke und ein Han Solo-Kopf dazu. Aber leider ist das nie erschienen. Und in diesem Fall finde ich den hier wirklich nicht gut. Aber ja, wer einen Stormtrooper noch nicht hat, für den ist es vielleicht eine Alternative. Mir gefällt er nicht. Dann haben wir Triple Zero. Das ist der andere Attentäter-Droide. Ich meine, unschwer zu erkennen, wer hier irgendwie die Grundlage war. Es ist natürlich ein Protokoll-Droide, der aussieht wie C-3PO. Er ist so ein dunkles Silber mit roten Augen, was wahrscheinlich das Böse darstellen soll. Und ja, er ist ein Attentäter-Droide und arbeitet mit dem anderen kleinen Astromech zusammen. Das seht ihr nämlich hier. Da sieht man beide zusammen. Sie kommen in einem Comic vor. Ich weiß nicht mehr, welche Comic-Reihe das war. Da war so ein Mädel die Hauptrolle. Und ich habe diese Comic-Reihe gelesen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil das ist schon echt ein paar Jahre her. Und da waren die beiden drin. Ich fand es nicht ganz so cool, das Comic. Es war so ein bisschen albern von der Sache her. Weiß nicht, dass das so eine Killer-Droiden sind. Und ich meine, wer weiß, wie sich C-3PO bewegt. Da frage ich mich, ob der wirklich eine Gefahr wäre. Also, man weiß es nicht. Auf jeden Fall nette Figuren, aber ja, nichts für mich. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit der ganzen Sache. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr von diesen Neuheiten haltet. Schreibt es mir gerne rein, ob ihr da irgendwas auf dem Zettel habt, was ihr euch kaufen würdet. Ich bin schwer am Schwanken bei den Iron Man Figuren. Bei dem Lord Starkiller hätte ich auch Bock drauf, aber halt diesem Batman aus Batman vs. Superman. Coole Figur, den hätte ich wirklich gern. Und dann, ja, hier die Iron Man Figur natürlich für mich.
auch in der engeren Auswahl, genau wie einige DC Multiverse-Figuren. Den Pinguin muss ich unbedingt haben. Der sieht wirklich nice aus. Ich hoffe, man wird ihn hier irgendwie bekommen. So, damit bin ich raus. Lasst gerne einen Kommentar da, gerne ein Abo natürlich und einen Daumen nach oben fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Oder auch nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Beide Daumen helfen immer dem Video. Demnach, ja, bin ich ja immer froh, wenn überhaupt interagiert wird mit den Videos. Ich freue mich immer über Kommentare, auch wenn ich nicht alles beantworte. Ich lese die Kommentare und ich gebe meistens eigentlich, wenn ich es nicht vergesse, da dieses kleine Herzchen und daran seht ihr, dass ich es gelesen habe, auch wenn ich immer nicht auf alles eingehe. Manchmal ist es auch zeitbedingt, dass ich jetzt nicht zu jedem einen Kommentar schreibe, aber ich versuche meistens auch immer zu antworten. Jo, und jetzt bin ich wirklich raus. Also bleibt flockig. Tschüss. Ha 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 ha!